Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüben von der Firma Stüben Kfz Alarm in Hamburg und wir sind seit 25 Jahren Marktführer in Deutschland, wenn es um das Thema Fahrzeugsicherheit geht. In meinem heutigen Video geht es um eine Wohnmobilabsicherung. Hinter mir seht ihr ein Hümermobil ML620 und ich möchte euch mal zeigen, warum es so wichtig ist, sich in so einem Fahrzeug eine Alarmanlage einzubauen und welchen Ärger man sich damit ersparen kann. Der Besitzer dieses Fahrzeuges musste einen ziemlich herben Verlust hinnehmen. In Göteborg wurde das Fahrzeug aufgebrochen, keine 20 Minuten, war auf dem IKEA-Parkplatz. Ein Supermarktparkplatz. Danach wurde diese Scheibe hier aufgebrochen. Die Täter sind ins Auto eingestiegen, zwei iPads geklaut, ein MacBook geklaut, Kameraausrüstung, 8000 Euro. Und die Polizei wollte am Sonntag noch nicht mal die Anzeige aufnehmen. Der Kunde musste bis Montag in Göteborg warten. So eine Erfahrung muss man nicht machen. Das ist sicherlich ein Schwachpunkt hier, die Scheibe. Die kann man nicht vernünftig absichern. Selbst wenn man sie jetzt versucht, mechanisch irgendwie dieses Schiebemechanismus abzusichern, haben sie immer das Problem, dass die Scheibe einschlagen kann. Deshalb funktioniert bei so einem Wohnmobil nur ein guter Innenraumsensor. Das ist das Allerwichtigste, dass man einen vernünftigen Innenraumsensor hat. Wir haben hier zwei Ultraschallsensoren verbaut, die im Lieferumfang der Cobra-Alarmanlage sind. Wie das funktioniert, möchte ich auch mal demonstrieren. Ich schärfe das Alarmsystem, bekomme jetzt den Quittierton. Ich höre mit dem zweimaligen Chirpen, dass alle Zonen geschlossen sind. Das heißt, für euch sind keine Türen offen, ganz wichtig. Die Alarmanlage chirpt nochmal nach, wenn wir eine Zone offen haben. Das heißt, in der Praxis, wenn ich jetzt geschärft habe, ist alles nur aus. Dauert genau 15 Sekunden, dann sind alle Alarmsensoren geschärft in dem Fahrzeug. Und wenn die Diebe jetzt kommen und glauben, sie können die Fensterscheibe hier gewaltsam öffnen, die Tür gewaltsam öffnen oder sonst irgendwas, diesen ganzen Bereich hier sichern wir schon mal über die Ultraschallsensoren ab. Wir haben natürlich das Heki und alle Fenster nochmal mit Magnetkontakten separat abgesichert. Aber das Allerwichtigste in meinen Augen ist, dass wir diesen Schwachpunkt hier und die Scheibe drüben vernünftig absichern. Wenn ich jetzt hier in das Fahrzeug reingreife und glaube, ich kann mir das Handy hier klauen, gibt es erstmal einen Höllenlärm über die Akkusirene. So, jetzt habe ich das Handy hier geklaut, weil mein eigenes, insofern ist es ja nicht weiter schlimm. Und wie ihr hier sehen könnt, bekomme ich jetzt zeitgleich hier schon den Anruf von dem GPS-Ortungssystem, wo wir die Rufnummer hinterlegt haben von meinem Handy. Die übergeben wir nachher an den Kunden und ich kann hier drei Rufnummern hinterlegen und werde angerufen. Wenn ihr so ein Fahrzeug habt, ist die Verbindung Alarmanlage, Innenraumsensor mit dem GPS-Modul, was euch sofort benachrichtigt, auf jeden Fall eine absolut gute Empfehlung und der Kunde von diesem Fahrzeug wird sein Auto jetzt sicherlich auch wieder in Göteborg abstellen. Natürlich haben wir bei diesem Fahrzeug alle Möglichkeiten abgesichert. Die Seitenfenster und auch das Heki haben wir mit Magnetfunkkontakten abgesichert. Aber wenn der Dieb irgendeine Möglichkeit finden würde, selbst wenn er eine Stichsäge nimmt und in die Hülle ein Loch sägt und er würde in das Fahrzeug reinkommen, dann würden die Ultraschall-Innenraumsensoren den Dieb selbst im hinteren Bereich von diesem Fahrzeug erfassen. Möchte ich euch mal eben demonstrieren. Gehen wir hier aus der Dusche raus. Schon erfasst und ein Vollalarm. Das beste Alarmsystem nutzt natürlich überhaupt nichts ohne Stromversorgung. Was mir bei der Cobra-Alarmanlage richtig gut gefällt, ist der sensationell geringe Stromverbrauch. 12 mA braucht die Alarmanlage, wenn sie geschärft wird. Wenn sie in den Sleep-Modus fällt, 8 mA. Das ist ein kaum messbarer Wert. Natürlich haben wir alle Möglichkeiten bedacht, das Fahrzeug optimal zu schützen. Hier auch mit einem zusätzlichen Sensor an der Motorhaube. Wenn der Dieb jetzt gewaltsam die Motorhaube öffnet, gibt es auch hier einen Vollalarm. Alleinstellungsmerkmal von der Vodafone Automotive Alarmanlage ist auch die spritzwassergeschützte Funkakkusirene. Die hat einen integrierten, wartungsfreien 1800 mA starken Lipopolymer-Akku. Die hat den Vorteil, dass die Sirene sowohl am Bordnetz als auch mit dem Akku gleich laut ist. Mein Kameramann David hasst diese Sirene, weil die so brutal laut ist, dass wir danach fast immer einen Tinnitus haben. Möchte ich euch jetzt mal demonstrieren, wenn der Dieb jetzt kommt und zieht den Stecker ab, dann gibt es einen Höllenlärm. Ja, geile Chance! Wie leicht es heutzutage ist, über den komfortablen Zugang der Onboard-Diagnose sich an einem Fahrzeug einen dritten Schlüssel anzulernen, das kann man im Internet sehr schnell recherchieren. Dass diese Fahrzeuge spurlos geklaut werden durch sogenannte Frequenzwellenverlängerer oder Grapping-Tools oder Turbo-Decoder, das ist ja nun bekannt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier nicht nur diese Cobra-Alarmanlage eingebaut haben, um das Fahrzeug für den Dieb erstmal per se uninteressant zu machen, sondern in Verbindung mit der Driver-Karte haben wir auch eine Wegfahrsperre. Das sieht in der Praxis so aus. Ihr müsst nichts bedienen an der Alarmanlage. Ihr könnt den Wagen ganz normal starten, wenn ihr die Driverkarte an dem Schlüsselbund habt. Die Alarmanlage sucht jetzt die Driverkarte. Wenn die nicht dabei ist, dann erfolgt ein Vollalarm und die Wegfahrsperre wird aktiviert. Ohne die Driverkarte kann niemand das Fahrzeug fahren. Das ist für mich ein sehr, sehr großer Mehrwert, denn wir haben die Wegfahrsperre schon integriert in der Alarmanlage in Verbindung mit der Karte. Möchte ich euch mal demonstrieren. Ich kann jetzt den Wagen in Verbindung mit der Driverkarte ganz normal starten. Das heißt, nichts hat sich für mich geändert. So, möchte ich euch jetzt mal demonstrieren, was es mit den Driverskarten auf sich hat. Björn,
Du hast ja die Wegfahrsperre hier eingebaut, richtig? Richtig, genau. So, das sind die beiden Driverkarten, die zu der Alarmanlage gehören, richtig? Ganz genau. So, und ich habe jetzt hier den Mercedes-Schlüssel von dem Kunden und du willst mir erzählen, ich kann mit dem Mercedes-Schlüssel nicht mehr starten? Richtig, wenn du mit dem Mercedes-Schlüssel abschließt, ja, und schärfst, und das geht immer, auch ohne diese Karten, wird die Wegfahrsperre nach 150 Sekunden aktiv. Ja, geschärft habe ich. Genau. So, wenn LED jetzt blinkt jetzt nicht, sondern ist permanent an. Richtig, ist eine Vorschärfphase in dem Moment. Ja. So, und wenn du dann halt mit dem Schlüssel entschärfen willst, und die Driverkarten sind nicht am Fahrzeug, werden also nicht erkannt, wird erstmal Alarmanlage angehen und die Wegfahrsperre wird nicht gehen. Das heißt also, sie ist aktiv in dem Moment. Das will ich sehen. Dann gehen wir aus dem Bild mit den Karten und dann probieren wir es mal aus. Ich behaupte, ich kann den Wagen noch starten. Björn sagt, wir können jetzt nicht mehr starten. Probiere ich jetzt einfach mal aus. LED fängt an zu blinken. Das heißt, die Alarmanlage ist auf jeden Fall aktiv. Ich mache jetzt die Zündung an. Es geht alles. Es wird jetzt auch starten. Er startet tatsächlich nicht. Also. Tja. Björn hat recht. Und auch hier bekomme ich zeitgleich vom GPS-Ortungssystem einen Anruf auf meinem Handy. Ja, ich habe in meinem VW-Bus das Vodafone-System eingebaut wegen dem wasserfesten Handsender, weil ich viele Autoaktivitäten mache. Das ist ein zusätzlicher Handsender, wasserfest, mit dem ich auch Panikalarm auslösen kann hier in dem Auto, wenn ich in dem Auto schlafen möchte und Angst habe, überfallen zu werden. Mich hat das System aus mehreren Gründen überzeugt. Erstmal, was die Verarbeitungsqualität anbelangt. Mega geringer Stromverbrauch beim Wohnmobil, ein ganz, ganz großes Thema. Björn, warum hast du dich für das System entschieden? Ja, Verarbeitungsqualität ist für mich auch ein ganz großer Stellenwert. Ich baue ja nun wirklich hunderte von Alarmanlagen pro Jahr ein und muss ja sagen, dass ich von diesem Produkt sehr überzeugt bin. Zum Zweiten, ich fahre ein Fahrzeug mit Keyless. Und man muss dazu ganz kurz sagen, du hattest ja schon eine Werksalarmanlage, richtig, genau. War dir nicht sicher genug. Du hattest dann eine Nachrüstalarmanlage drin, richtig, mit einem separaten, genau, Handsender. Hattest dann aber das Problem, weil du es sicher haben wolltest, hast du einen separaten Handsender genommen mit einer Wechselkodierung. Genau. Musstest den dann aber auch tatsächlich immer Auto schließen, richtig, und abschließen. Also Komfort. Das haben wir beide nicht. Ist bei mir beim, richtig, VW-Bus genau dasselbe. Mein VW-Schlüssel, den kann man mit einem 40-Euro-Werkzeug kopieren. Das ist nun alles andere wie sicher. Und wenn man einen VW-Bus hat, hat man natürlich das Problem, dass man erstmal unheimlich lange wartet, bis man das Auto überhaupt bekommt. Ähnlich hier wie bei dem Wohnmobil. Da will man sich das nicht klauen lassen, selbst wenn die Versicherung es bezahlt, was natürlich nicht immer sein muss. Wir haben täglich Anrufe von Kunden, denen sie die Fahrzeuge geklaut haben. Und immer häufiger haben wir Kunden, denen sie die Fahrzeuge nicht erstatten, weil die Versicherung sich irgendwas in den AGBs fallen lassen hat, um solche Schäden nicht zu regulieren. Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir die zusätzliche Wegfahrsperre haben. Richtig, über die Driverkarte. Genau. Bei dir war es Keyless Go der ausschlaggebende Punkt, genau, warum du sie eingebaut hast. Bei mir war es der wasserdichte Handsender und die Driverkarten. Aber insgesamt kann man auch sagen, zur Bedienungsanleitung, wir kennen keine Alarmanlage, die so eine gute Bedienungsanleitung hat, nein, oder? Nein, das ist rundherum ein wirklich sehr schlüssiges System. Ganz genau. Man kann dem Kunden das Fahrzeug übergeben mit einer kurzen Einweisung. Das kann wirklich jeder bedienen, weil man muss eigentlich nichts bedienen. Bleibt alles wie gehabt. Ich schalte die Sensoren einmal ab, kann Panikalarm machen. So, und die Zusatzfunktionen, die die Alarmanlage kann, sind eigentlich selbsterklärend. Ne? Richtig, genau. Seit 25 Jahren mussten unsere Kunden noch niemals einen Verlust hinnehmen. Zeigen Sie den Dieben unsere Visitenkarte. Damit ist das Fahrzeug für die Diebe uninteressant.